es ist vollbracht. Danke, Jesus. Wir sind komplett abhängig von dir, Jesus. Danke, dass du uns so liebst. Ich habe die Liebe von Gott gespürt. Ich habe irgendwie gemerkt, okay, mein Herz bewegt sich. Also das ist einfach gerade so, ja, alle Emotionen sind auf einmal aufgekommen. Und ich habe mich wie geliebt und akzeptiert gefühlt. Ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, das ist mein Daheim. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. All das, was ich über die Jahre davor eigentlich aufgebaut habe, Angstgefühl und irgendwie, dass ich allen passen muss, dass ich für alle irgendwie die perfekte Julia sein muss, hat sie im Moment wie abgeworfen. Ich habe einfach mich selber sein können. Ich habe dann nur noch angefangen zu weinen. Halleluja! Woo! Yes! Yes! Weil unser Gott hier ist. Ich stehe am Morgen meistens auf, dann hole ich mir einen Kaffee und lese ihre Bibel. Psalm 116, 1-2. Ich liebe den Herrn, denn er hat mich erhört, als ich zu ihm um Hilfe schrie. Ja, er hat sich zu mir herabgeneigt, mein Leben lang will ich zu ihm rufen. Und ich habe mir dann auch ein paar Jahre später dann tätowiert. Das Kreuz ist eigentlich einfach, für Jesus, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und einfach auch für das Christentum und für meinen Glauben. Also eigentlich der Vers habe ich dann einfach Psalm 116, 1-2, habe ich einfach dann noch daneben, wie, dass ich einfach immer daran erinnert werde, dass es eigentlich der Vers ist, wo mich, wie man so sagen kann, zur Umkehr gebracht hat in meinem Glaubensleben. Vor einem Jahr oder eigentlich gut zwei hat sich mein Leben noch mal extrem auf den Kopf gestellt. Kurz vor meinem Uni-Abschluss habe ich eine Prüfung nicht bestanden. Ich bin gesperrt worden vor der Uni. Es sind noch familiäre Sachen passiert, die mich eingenommen haben. Ich habe mich auch getrennt von einer 5-jährigen Beziehung. Ich bin eigentlich, wenn man so auf gut Deutsch sagen kann, mit leeren Händen da gestanden. Ich habe nichts mehr gehabt. Ich habe einfach mega mit mir zu kämpfen gehabt. Und das Einzige, was mir dort Halt gegeben hat, ist einfach der Glaube gesehen. Also ich habe gewusst, egal was eigentlich noch alles auf mich zukommt, ich bin, Gott ist da. Rückblickend, wenn ich mein Leben betrachte und auf den Glauben bezogen, hat mir der Glaube mega geholfen, dass ich einfach eine krasse 180-Grad-Wende genommen habe oder das einfach auch von meiner Persönlichkeit her, dass ich mich komplett geändert habe. Es haben sich sicher zwei, drei Leute abgewendet oder halt einfach in dem Sinn zurückgezogen und sagen einfach, sie können mit dem nicht anfangen. Teils von den Freundinnen oder Freunden, die ich hatte, die haben es vollkommen akzeptiert. Und auch der Wandel, einfach weil sie sagen, ich habe schon mehrmals über das mit ihnen geredet und sie sagen einfach, wenn es ein Teil von dir ist und einfach auch zu deinem Leben dazugehört und du einen Wandel mitmachst, dann ist es voll okay, weil wir sagen ja, dass es dir gut tut. Wir sagen auch, dass du dich im Positiven verändert hast. Seit sie gläubig geworden ist, ist viel krassere Ruhe in sie hineingekommen. Oder sie ist wie nicht mehr auf die Palme zu bringen. Sie ist immer in so einer konstanten Ruhe drin. Oder auch ihre Liebe zu den Menschen hat sich wie nochmal krasser irgendwie ausgebreitet für mich oder ist zum Sehen. Und also am krassesten finde ich schon sehr für mich. Sie ist für mich so voll mit Liebe. Das ist für mich so etwas Unnatürliches, fast schon. Eben für mich ist das wie nicht zum Beschreiben. Und das, also da sehe ich voll Gott drin. Wenn man es von außen betrachtet, ist es so, als ob auf einmal einfach alles ganz anders ist. So, auch wenn du dich selber dann so mal versuchst, zum objektiv betrachten, die Veränderung, die du mitmachst und so, oder wo einfach sich ja alles bei dir selber so verändert hat. Ich finde es schon einmal
mega bemerkenswert und ich glaube halt nicht, dass es jetzt von uns auskommt, dass wir uns einfach verändert haben, weil wir es wollen haben. Also ein Stück weit schon, aber ich glaube einfach, dass der Gott voll aktiv uns gewirkt hat. Mit 3 oder 4 habe ich angefangen zu tanzen. Und es war eigentlich ein ständiger Begleiter, der mich auch in meinem Erwachsenwerden begleitet hat. Und ja, eigentlich auch mir wirklich geholfen hat, um gewisse Sachen damit klarzukommen. Gerade auch zum Beispiel, dass meine Eltern, wo meine Eltern sich getrennt haben und Scheidung und so weiter. Es hat mir mega Halt gegeben. Herzlich willkommen beim YouTube-Kanal der Grace Church in Books. Hey und welcome back! Hey! Wir reden heute über ein ganz spezielles Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Und das ist Jesus. Und zwar, wieso dass er unser bester Freund ist. Vielleicht ist er für euch auch der beste Freund, vielleicht auch nicht. Aber aufgrund von dieser Situation, die wir gerade im Moment erleben, mit dem Coronavirus, das ganze Zeug, ist es natürlich sehr schlimm. Und man muss daheim bleiben, man kann sich nicht mit den Kollegen treffen, man ist nur noch unter der Familie, was ja auch nicht schlimm ist, aber Freunde sind trotzdem sehr wichtig. Wir sind auf dem Weg auf Books, wo auch Grace Church ist, und gehen jetzt gerade an den Gottesdienst. Ich gehe grundsätzlich jeden Sonntag, wenn ich da bin, und freue mich auch immer zum Gehen dürfen, einfach um die Gemeinschaft mit den anderen Leuten zu haben. Der Grund, wieso ich mich eigentlich investiere, ist einfach, weil ich eine mega Freude habe, um für Leute da zu sein und zum anderen Leuten auch zu dienen. Und natürlich vor allem Gott zu dienen. Gott sagt ein neues Herz, schenke ich euch. Es ist Geschenk, es ist Gnade, es ist gratis. Es ist aus ihm heraus, hat mit uns nichts zu tun. Nur sollen wir zu ihm kommen und einfach kapitulieren und sagen, Herr, du hast recht, ich habe Unrecht. Ich brauche dich. Ohne dich bin ich ein Mistkerl. Ich brauche dich. Also ich bin schon oft gefragt worden, und gerade am Anfang, wo ich zum Glauben gefunden habe, ob ich jetzt keinen Sex mehr haben darf. Und es ist immer so, es ist recht ein kritisches Thema. Es ist auch unter der Church selber ist es ein kritisches Thema. In der Bibel steht eigentlich, dass man sich das Herz bewahren soll. Unser Leib ist bestimmt für Gott und nicht für die Sünde. Unser Leib ist bestimmt, Gott zu ehren und nicht in falsche Wege zu gehen. Unser Leib ist ein Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes. Grundsätzlich kann ich sagen, ich habe einen drastischen Wandel gemacht, aber jetzt nicht, dass es forciert war, ist gar nicht. Wir leben eigentlich eine Kultur, dass jeder das gibt, was auf dem Herzen ist. Und dass man einfach so viel gibt, wie man mag oder was Gott oder dir sieht, dass du gehen sollst. Ich persönlich habe für mich dann entschieden, dass ich einfach wirklich meinen Zehnten gebe. Das heisst, dass ich eigentlich von dem Lohn, was ich verdiene, dass ich einfach 10% automatisch einfach in der Kirche gebe. Dass ich es einfach auch hier investiere, in die Kirche, dass wir uns am Sonntag einmal auch einen Kaffee leisten können oder halt auch, ja, dass wir Kaffee trinken können, dass man etwas essen kann, dass man einfach die Gemeinschaft, wo wir leben,
aufrechterhalten kann und dass wir auch überhaupt Gottesdienst machen können. Im Namen Jesu Christi. Gott segne euch. Eigentlich der Sonntag so gestalten, dass sie Freude haben, dass sie spielen können, dass sie miteinander einfach Gemeinschaft verbringen können und Freundschaften aufbauen können. Mit dem Fokus natürlich, sie etwas belehren, also nicht belehren, aber lehren, dass sie etwas lernen über den Glauben. Grace! Yes! Awesome! Heute haben wir ein anderes Thema, und zwar der Weinstock. Gerade mal als Anfang darf da jeder von euch eine Weintraube aus der Nähe. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das heißt, also er spricht eigentlich davon und erzählt, dass wir zwar alles aus unserer eigenen Kraft machen können, aber nicht so gut. Und darum wir eigentlich auf Gott und auf Jesus angewiesen sind. Dass wir eigentlich erst so wirklich gute Früchte bringen können, wenn wir uns voll und ganz auf Jesus stützen und vertrauen. Und wir einfach auch uns von ihm leiten lassen. Was heißt denn, dass wir uns leiten lassen von ihm? Also wenn man ein Problem hat, die ganze Zeit denken, oh, ich schaff's nicht mehr, ja. Ich schaff's nicht mehr. Aber wenn man also ein Problem hat und dann sich halt von Gott leiten lässt, dann geht es halt einem besser. Genau, super, schön gesehen. Indem, dass ihr zu ihm beten oder einfach an ihn denken, kann ja immer die Verbindung zu Jesus aufrechterhalten. Wenn ihr einmal das Gefühl habt, oh, ich bin jetzt gerade so richtig vor dem Versuchen, dann muss ihr einfach sagen, hey Jesus, wo bist du? Ich brauche dich gerade. Und dann ist er da. Hat irgendjemand ein Gebetsanliegen? Genau, ja. Für meinen Großvater, er hat Krebs. Oh ja, okay. Hey, danke Jesus einfach für den heutigen Tag und dass einfach du bei uns bist und dass wir einfach jetzt dürfen die Gemeinschaft zusammen haben. Ja, von Haustierle wieder zurückbringst, dass du sie gesund machst. Und ich möchte einfach, dass du sie segnest, dass du für sie da bist und dass du sie mit deiner Liebe umgibst. Amen! Amen. Kinder sind eigentlich das, was wir nachher da etwas weitergeben. Es ist unsere, die nächste Generation und sie sind nachher mal unsere ja, Nachfahren in dem Sinn. Also wir, alles, was wir eigentlich in sie einlegen und investieren, kann mir auch beitragen, wie sie noch heute denn im bitteren Leben sich entwickeln. Dass ich weiß, alles, was wir in sie investieren, wird einmal dann für die Zukunft ein Output sein, wo sie nachher dann auch weitergehen dürfen. Ob sie sich wirklich für Jesus entscheiden, es ist dann dahingestellt. Und hoffe da nicht sehr. Also es ist natürlich... Ja, logisch. Ich hoffe es für jeden, dass er irgendwie die Beziehung mit Jesus oder einfach auch Gott erfahren darf und nachher die Beziehung mit Jesus eingeht. Wahrscheinlich einfach wie dein bester Freund, der nachher einfach mit dir an deiner Seite durchs Leben geht. Genau. Und das wünsche ich mir schon für jeden. Definitiv.